Friends und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video erwartet euch ein brandneues Horror-Game namens In-Out, was ich im Solo-Modus für euch sofort getestet habe. In-Out ist ein neues kooperatives Horror-Game für 1 bis 4 Spieler. Seit Jahren haben die Einwohner von Maryland Angst vor einem alten Anwesen. Ein besessener Wahnsinniger und ein uraltes Böses haben sich hier niedergelassen. Werde Mitglied eines Teams von Exorzisten und vertreibe die böse Macht. Genau das habe ich gemacht, falls ihr auch das Game testen wollt. Es kommt heute am 14. April raus, ist noch im Early Access und ich sag mal so, ich verrate noch nicht, wie meine Bewertung dazu ist. Ich kann euch sagen, es ist vom Prinzip her ähnlich wie Devour. Und Devour haben wir ja auch schon öfters mal hier auf dem Kanal online gestellt. Und ich finde in diesem Video heraus, ist es besser als Devour, schlechter? Was sind die Unterschiede und kann es vielleicht sogar Devour ablösen und überholen? Lasst jetzt gerne eine positive Bewertung da. Wenn euch dieser Solo-Horrorbruch gefallen hat und ihr auch das Game In-Out interessant findet und auch direkt ein kostenloses Abonnement, wenn wir öfters mal Solo in Horror-Games starten oder vielleicht nochmal eine Runde In-Out spielen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass im Multiplayer das auch nochmal ein ganz anderes Feeling sein wird. Wir starten jetzt aber rein in die Action. Ihr könnt gespannt sein. Viel Spaß! Das sieht sehr gruselig aus. Oh Gott, okay. Also, das sieht auch sehr ähnlich zu Devour aus. Wir können nämlich jetzt verschiedene Charaktere auswählen, mit denen wir in dieses Abenteuer starten. Wir können zum einen diesen Jeremiah hier nehmen. Amanda Grace. Ah ne, Mark ist auch noch am Start. Das heißt, entweder Schauspiel Amanda können wir nehmen, oder? Okay, dann die Map. Ach so, wir haben wahrscheinlich auch erstmal nur die Map. Und zwar die Old Mansion. Einfach so ein altes Anwesen oder so wahrscheinlich, ne? Schwierigkeit können wir auch nur normal. Soll ich das jetzt beruhigen oder nicht? Ah, komm, ich starte jetzt einfach mal Game. Leute, wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das alles gemeinsam hin. Das ist so laut. For years, horrible things. Meine englische Fähigkeit kommt mir wieder raus. Have been happening in this old mansion in Maryland. Locals remember. Ich kann Englisch. Ich kann das gerade nur nicht, weil ich aufgeregt bin. Remember a young woman who lived here. Ich kann nicht mehr. Okay, schade. Man sollte vielleicht schneller lesen. Ihr habt es jetzt bestimmt gelesen. Each of you has a shocker. Find a way to get inside. Good luck. Each of you has a shocker. Ich bin alleine, du. Warum habe ich jetzt einen Schocker, Leute? Wen wollen wir schocken? Es gibt keinen Weg zurück. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ich frage mich halt wirklich, wofür wir den Schocker brauchen. How to play. Okay, wir können schon mal eine kleine Oh mein Gott, dieses Bild da rechts. Ah, okay, hier steht das. To protect yourself, you have a shocker. The charge, also Batterien brauchen wir dafür. Ach so, und nachdem wir uns verteidigt haben, müssen wir das wieder aufladen. Wir müssen Batterien finden, gucken, wo sie spawnen. Okay, wir dürfen nicht zu oft von dem mitgenommen werden. Mein Gott, wieso mache ich sowas immer? Warum mache ich sowas immer? Ich weiß halt nicht mal, wie ich mich verteidige mit diesem Schocker. Ich weiß nur, dass er da ist und wir den haben. Gibt es irgendwie so ein Inventar? Es gibt auch kein Inventar. Keine Ahnung, Leute. Also hier ist das Haus. Sieht schon mal richtig einladend aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht ultra einladend aus. Wir schauen erstmal drumrum. Das mache ich immer, dass ich erstmal schaue, was uns draußen erwartet. Okay, wir brauchen Schlüssel, um da reinzukommen. Oh Gott, was ist denn da jetzt wieder, ey? Boah! Nee, was ist das? Was ist das hier auch für ein Schuppen? Oh Leute, ich brech doch ab. Oh Gott, ich bin raus. Hört ihr das Lachen? Ich brech ab. Ich brech ja so ab. Hört ihr das Lachen?
Oh, nee, ey. Boah, nee. Boah. Was ist das denn jetzt? Da springt jetzt irgendwas raus. Oh, nee. Nee. Richtig süße Kinder wieder hier am Start. Definitiv. Oh, hier ist der Altar, wo wir die verbrennen müssen. Sieht auch ultra einladend hier aus. Mega. Sieht mega gut aus. Also, finde ich ultra hübsch. Oh, ich höre die ganze Zeit Schritte. Sind das jetzt meine Schritte? Das ist total creepy. Total creepy. Also allein die Schritte, die ich selbst mache, das ist ja schon wieder hier genug des Guten. Boah, nee, nee, nee. Was ist das denn hier? Wir können jetzt hier wieder nach vorne ums Haus herumgehen. Was ist hier? Was ist hier? Hä? Ah, lecker. Richtig, richtig lecker auf jeden Fall. Wir brauchen Schlüssel. Sind hier irgendwo Schlüssel? Ah, hier wurde schon irgendwie wieder Hackfleisch oder so gemacht. Lecker. Lecker, lecker, lecker schmeckt. Oh mein Gott. Yes, 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 yes. Wir haben so ein Plüschding, womit wir anlocken können. Ja, danke für die Info. Wie wir was wegpressen, wissen wir. Okay, dann gehen wir jetzt mal in das Haus rein. Richtig Bock. Oh, was ist hier? Wir haben Schlüssel. Schön ein Schlüssel. Workshop. Wo war denn nochmal Workshop? Da, wo die alle gekichert haben, oder? Our Team, soll ich direkt übersetzen? Okay. Unser Team ist an dem Ort hier angekommen. Die Mansion, ja, ist wie mysteriöser Horror. Hat It sends shivers down our spins. Gut, keine Ahnung. Ja. Die reden gerade auch von dem Lachen der Kinder, das von diesem Workshop kommt. Danke, das haben wir auch schon gehört. Danke für die Info. Das ist sehr beängstigend. Ja, finde ich auch. Wir haben angefangen, alles zu erkunden. Ja, ich weiß doch. Ja, ich weiß doch. Die meinen nämlich gerade, dass sie geguckt haben, wie sie da reinkommen und dass da ein Eingang ist zum Basement. Ja, wissen wir jetzt auch. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen Schlüssel. Mega gut. Mega. Oh, das Auto habe ich gerade gar nicht wahrgenommen. Mega geil. Okay. Boah, ich will da echt nicht rein. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die Tür war abgeschlossen. Wahrscheinlich können wir jetzt durch den Keller da reinkommen, ne? Ja, ja, ja. Kann der Hund uns bitte helfen? Ach, wir müssen jetzt erst die Kinder da befreien, oder was? Ja, 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 ja. Wir müssen erst die Kinder da jetzt befreien. Mega geil. Mega geil. Boah, ich brech doch ab. Ich brech ab. Ich brech ab. Ich bin jetzt mega schlau, Leute. Weil die werden jetzt safe direkt rausrennen. Und wenn da schon so ein Plüschding liegt, werden die vielleicht gestoppt. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt.
Okay, schön. Ich werde dann jetzt die Tür aufmachen. Seid ihr bereit? Ja. Meine Taktik hat leider nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Meine Taktik. Ich hab's versucht. Ist hier noch irgendeiner hier sich am Verstecken? Dann bitte jetzt rauskommen. Dankeschön. Meine Güte. Oh, was geht denn jetzt ab? Wir sprechen zu einem Josef. My heart clenches with anxiety for my little son. Also der hat seinen Sohn verloren. Ja, man kennt's. Also jetzt im Sinne von, das ist ja oft bei Horrorleuten, dass dann, bei Horrorleuten, ja wahrscheinlich, bei Horrorfilmen, dass dann die Kinder irgendwie zu was Bösem werden oder so. Achso, wir haben, ja genau. Schön. In der Bibliothek. Geil, da sind Bücher gefüllt mit Geheimnissen von schwarzer Magie. Und ein Buch erzählt es was über ein Ritual von dem Dämon da. Samuel? Keine Ahnung. Sobald ich die Sachen da gelesen habe, ich habe realisiert, dass ich bereit bin, um mein Kind zu retten. Ah, nee, wir müssen das Kind retten. Das ist der einzige Weg, den zu retten. Ich kann nur beten, dass es hilft. Schön. Haben wir hier noch einen Schlüssel? Haben wir. Und zwar Basement Key. Ah, was, das war, glaube ich, von dem Keller da, wo wir von außen reingehen können oder so. Immerhin haben wir jetzt schon mal die komischen Puppen da freigelassen. Die werden uns dann irgendwann immer über den Weg laufen. Mega geil. Mega. Okay, dann gehen wir jetzt zu dem Keller da. Und schauen mal, ob wir den Keller da finden, ne? Was ist das? Guckt euch mal bitte diesen Weg hier an. Was ist das? Also wirklich, hätte man es nicht noch ein bisschen gruseliger machen können? Boah, nee, Leute. Ich habe es gecheckt. Hier sind solche Lautsprecher. Boah, wenn der Typ jetzt dann mit uns anfängt zu plaudern, dann bin ich aber wieder komplett raus. Boah. Bin ich wirklich wieder komplett raus. Yo. Was ist das denn hier alles? Yo, mega geil. Meine Güte. Mega schön. Maniac. Ist das ein Panic Room? Oh nee. Ist das so ein Panikraum oder so? Ist hier bitte irgendwo ein Schlüssel oder so? Nee. Ich höre Fliegen. Wahrscheinlich wieder irgendeine Leiche oder so. Lecker. Hat jemand zufällig Hunger? Oh, was ist da? Geil, das brauchen wir. Das werde ich direkt zum Dings bringen. Sofort werde ich das zum Altar bringen. Sonst werde ich das safe nie mehr wiederfinden. Das ist übelst strong. Boah, ich brech ab. So. Wo befeuere ich das denn?
Wo wirst du befeuert? Und dann muss ich erst das Kind da drauflegen und dann das beschütten. Ich leg's jetzt erstmal dahin. So. Geh da wieder rein. Cool. Das nehme ich direkt wieder mit. Ja, dieser komische Panikraum oder so, da möchte ich bestimmt nicht rein. Kids Room. Ja, wahrscheinlich. Ey. Kids Room haben wir als Schlüssel. Wir haben es geschafft, uns in die Mansion zu schleichen. Aber Henry hat sein Bein verletzt oder so? Nee. Nee. Ich glaube, dass er Unfall hatte und in eine große Falle oder Falltür oder so gelaufen ist, oder? Heißt es das? Oh nee. Wir hörten schwere Fuß, laute Schritte von oben. Es sah so aus, als wären wir hier nicht alleine. Ja, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, dass wir hier nicht alleine sind. Wir haben jetzt Kids Room. Boah, was ist das? Warte mal, wie groß ist denn der Keller hier? Ich höre Türen. Boah, ist das schlimm, ist so schlimm. Hier geht's hoch. Ich breche ab, ey. Hier geht's hoch. Wie groß ist das denn hier? Boah, das kannst doch keinem erzählen. Kannst du wirklich keinem erzählen, wie groß das hier ist. Kannst du wirklich keinem erzählen. Das heißt, wir können jetzt einfach nur hochgehen, ne? Geil. Ich weiß halt auch nicht, wann ich den irgendwie aktiviere, den Typen, der uns dann jagt. Waren wir schon? Ja, ne? Halleluja! Kommt da wer jetzt? Oh mein Gott, da ist ein Kind! Einfach durch die Tür gespawnt und wir kamen dann gerade nicht durch. Boah, Leute, das ist gerade so Horror für mich. Weil ich nicht gar nicht einschätzen kann, was kommt. Das finde ich ganz schlimm. Halleluja, wer ist hier? Hallo, schön, dass du da bist. Alles fit? Boah. Batterie. Müssen wir uns merken, dass das hier ist. Es ist hier so wie so in einem Waschsalon oder so. Irgendwie. Leute, meint ihr, der ist schon auf der Jagd nach mir? Ich gehe da lang. Ran an die Kinder.
Leute, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Das ist so groß hier. Ultra groß. Wie soll man sich hier... Wir müssen den auch irgendwie aktivieren oder so. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Hä? Man muss doch auch bei Devour den immer so aktivieren oder nicht? Das heißt, wenn ich da irgendeine Klingel höre, heißt das, der ist jetzt, der kommt jetzt oder wie? Es ist wirklich, ich würde auch schon sagen, es ist gruseliger als Devour. Würde ich irgendwie auch, ist so mein Feeling gerade. Nehmen wir auch nochmal ein Stofftier. Ich versuche nämlich jetzt gleich eine andere Taktik. Wow, was ist denn jetzt passiert? Wisst ihr, was jetzt meine Taktik ist? Ich versuche jetzt... das, die Tür da aufzumachen. Weil dann kommt der Typ schon, ne? Dann kommt der Typ, glaube ich, schon. Weil ich überlege, hier draußen irgendwie die Kinder einzufangen. Dass ich vielleicht dann nicht direkt sterbe. Wenn ich im Haus bin, dann sterbe ich irgendwie direkt. Aber da ist auch wieder die Frage. Ist das möglich? Ich versuche jetzt mal, die Taktik mit der zu fahren. Hier draußen ist auch eine Batterie. Das heißt, der jagt uns auch hier draußen. Mega. Mega cool. Meint ihr, dass wenn ich mich bücke, weil dieses Bewegungsding ist ja auf Höhe von unserem Kopf, würde ich sagen. Meint ihr, wenn ich mich die ganze Zeit hocke, dass es da nicht ausschlägt, nicht bimmelt? Hier sind keine Kinder. Meint ihr, die sind nur im Haus? Weil guckt mal. Das ist so ein Ding, ne? Das ist jetzt in dem Fall rot leuchten, das heißt, es ist aus. Haben wir jetzt schon festgestellt. Es kann entweder grün oder rot leuchten. Und das in dem Fall ist jetzt aus. Das heißt, es bimmelt auch nicht, wenn wir daran vorbeilaufen. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier so laufe, ne? Das dürfte ja eigentlich nicht bimmeln. Weil wir sind ja schon viel tiefer als das. Das heißt, eigentlich dürfte es uns nicht wahrnehmen. Guckt mal. Jetzt machen wir den ultimativen Test für euch. Ich ducke mich jetzt. Das Ding leuchtet nämlich jetzt grün. Das heißt, es müsste jetzt bimmeln, wenn ich daran vorbeilaufe. Ich versuche jetzt... Nein! Nein! Ich bin noch gar nicht daran vorbeigegangen! Ich bin noch gar nicht daran vorbeigegangen! Hä? Da ist ein Kind. Komm, bitte, nimm's. Bitte, nimm es. Bitte, nimm dein Plüschi. Ja. 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 Ich hab das Kind. So, jetzt geh wieder zurück zum Altar. Der Typ jetzt auch noch draußen? Wahrscheinlich, ne? Da liegt das Kind! Brauche ich Feuer. Oh mein Gott.
habe Öl. Komm schon. Eins von zehn. Wow, 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 wow. Der Typ ist aggro. Der Typ ist aggro. Der Typ ist ultra aggro. Ich hab E gedrückt. Ist er jetzt stärker gewesen, weil ich jetzt ein Kind schon verbrannt hab? Ich bin froh, dass wir uns in dieses Abenteuer gewagt haben, weil nochmal klar geworden ist, dass In-Out auf jeden Fall viele Neuerungen vorzuweisen hat, die Devourer zum Beispiel nicht hat. Ich finde es mega cool, dass dazugekommen ist, dass auch der Besessene wahnsinniger Fallen hinterlässt, dass es sozusagen Bewegungsmelder oder Sensoren gibt, dass man sich verteidigen kann mit dem Schocker, und das finde ich macht das Gameplay nochmal viel spannender und herausfordernder. Schreibt jetzt gerne eure Meinung zu dem Game in die Kommentare. Und ob ihr vielleicht auch der Ansicht seid, dass In-Out vielleicht sogar Devourer mit diesen Neuerungen überholen kann. Ich lasse jetzt gerne eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat, hier wieder auch Solo-Horror-Action zu sehen. Und vielleicht auch, wenn euch das Game auf jeden Fall interessiert. Ihr könnt auch super gerne diesen Kanal mit einem kostenlosen Abonnement unterstützen und zeigt uns damit auch, dass wir öfters Horror-Games testen sollen, auch wenn diese neu erscheinen im Early Access sind. Schaut jetzt noch gerne zu Ende bei unseren anderen Social-Media-Kanälen vorbei, darunter auch auf Twitch, um live dabei zu sein, wenn wir das nächste Mal Horror spielen oder das dann auch live kommentieren zu können. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!